Was geht ab, Manu Z-Fighter? Osoru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute sind wir im japanischen Dokkan Battle, denn wie ihr seht, das Turnier ist wieder live. Was war denn eigentlich mit dem Turnier? Diejenigen, die das nicht wissen. Und zwar hat das Turnier eigentlich schon letzte Woche begonnen, jedoch gab es da Probleme. Und zwar dieses Problem war folgendes: Einige Spiele konnten sie nicht am Turnier registrieren bzw. am Turnier teilnehmen. Wiederum andere konnten ab 15 Millionen Punkte, die sie erreicht haben, im Turnier nicht mehr weitermachen. Deswegen gab es so gesehen eine Crash-Wartung, ja, Notfallwartung. Da wurden wir viele belohnt. Haben wir 20 Stones an sich bekommen, Goldtickets und so weiter und so fort. Und den Platz, den man zu dem Zeitpunkt hatte im Turnier, den man erreicht hatte, die Preise hat man bekommen. Zudem diejenigen, die 15 Millionen Punkte erreicht hatten, letzte Woche im Turnier beim Abbruch und so gesehen nicht weitermachen konnten, haben die Preise des ersten Platzes gewonnen. World Tournament First Prize. Und das ist GG. Das ist GG, was in JP da momentan so abgeht an Fehlern. Und was man da bekommt, ist wirklich geil. Wiederum Global, ja, schauen wir mal, ob das passieren wird. Denn in JP sind das ja eben Fehler, die einmalig auftreten. Und in Global kann man das dann direkt beheben. Sei es drum, deswegen gab es wirklich eine lange Wartung in JP, auch wegen Versionsupdate. Dies alles rum vorbei. Version 3.8.2, was ist neu hinzugekommen? Und zwar, Hidden Potential kann man jetzt Pfade anklicken, ja. Endlich, Gott sei Dank, muss man sich nicht mehr durchklicken, sondern man kann direkt einen Pfad anklicken und in diesem Pfad wird angezeigt, ich kann es mal gerne zeigen, wie viel Orbs ihr braucht. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr da reingehen wollt oder nicht. Und genau richtig, wir haben ja die Preise bekommen für den Platz, den wir erreicht hatten, und Glocal war ich unter 100, deswegen hat ich schon Tenshinhan bekommen und deswegen ist auch bei mir dementsprechend schon erweckt. Leider habe ich gemerkt, oh mein Gott, ich habe keine 70 Turniermedaillen und nach dem Turnier werde ich sie auch nicht bekommen. Das ist jetzt nochmal so ein kleines Rip bei mir. Aber an der Stelle lasst mich euch kurz mal was zeigen. So, das wollte ich euch zeigen, und zwar könnt ihr den Strike-Event Tenshinhan benutzen, ihn erwecken, auf Uhr bringen. Dieser gibt dann 100% auf den Turnier-Tenshinhan, den LR-Tenshinhan. Macht das auf jeden Fall, beziehungsweise wenn ihr dazu in der Lage seid, dann macht das, denn das kostet wirklich sehr viel Items, Awaiting Medals und so weiter und so fort. Aber Hidden Potential, wie gesagt, normalerweise müssen wir uns jetzt ja, durchklicken, so boom. Aber jetzt könnt ihr im Prinzip, könnt ihr mich bis hier durchklicken und dann zeigt es mir an, okay, so und so viel brauche ich Orbs. Wenn ich bestätige, dann kann ich das machen. Und das ist wirklich ideal. Ihr könnt euch einfach boom, boom, boom hier einfach mal durchklicken und GG. Okay, dann gibt es noch ein, zwei andere Änderungen. Und zwar wurden die Teamkosten erhöht. Allgemein an sich wurden die Teamkosten erhöht für die Ranks. Jeder hat so gesehen für seinen Rank jetzt mehr Teamkosten. Ein Vergleich. Also in JP ist alles nach dem Update. Ich habe hier mit Rank 304 440 Teamkosten. Und in Global, bei Ram Global, habe ich mit 338 403 Teamkosten. Heißt, jeder hat quasi mehr Teamkosten bekommen, finde ich sehr, sehr gut. Zudem gibt es noch eine kleine Änderung. Zhard, Dokkan Events auf Zhard droppen nun, beziehungsweise die Dokkan Events, die 3 Medaillen gedroppt haben, das sind vor allem die neuen Dokkan Events, zum Beispiel vom Super Saiyan 3 Bardock, droppen nun 4 Medaillen von diesem Event. Finde ich nice, hat was. Und noch eine Sache, die Hidden Potential Systeme, die Events vom Hidden Potential, die droppen jetzt mehr Orbs. Geil, finde ich gut, da kam es einen Schritt entgegen, eine neue schöne Änderungen. Aber nun, hoppen wir mal kurz zum Turnier, das hat alle Informationen zum Versionsupdate und was in dem Turnier abging. Das Turnier hat komplett neu angefangen, Leute. Ihr fängt nicht von dort an, wo ihr aufgehört habt, sondern es hat komplett neu angefangen. Das seht ihr dann hier bei mir, boom, ich muss bei 2,5 Schwierigkeit wieder anfangen, 0 Siege, gar nichts. Aber lass mal kurz angucken, was für Preise es gibt. Und zwar gibt es diesen Gohan hier, den kann man gewinnen quasi. Den gibt es als Preis. Und, genau, die World Tournament Preise, beziehungsweise den World Tournament Preis, die Karte bekommt man nicht nur unter 10.000, sondern ich hoffe in Zukunft jetzt auch immer unter 20.000 schon. Denn in Turnieren geht wirklich viel ab, mehr Spieler kommen immer dazu. Und das finde ich, diese Änderung finde ich speziell auch sehr gut. Local Preise sind, beziehungsweise Missionen, ich gucke mir das eine Mission an. Eigentlich wie üblich, ja. Dragonstones, schöne Tickets, Orbs und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne mal hier angucken, was ihr da alles machen müsst. Im Prinzip hat es ja nicht viel geändert. Wäre gut, wenn ihr aufpasst, dass ihr 20 Siege in Folge bekommt. Dann habt ihr den Großteil der Gewinn der Preise der Mission schon in der Tasche. Und die Local Preise eben ist auch wie immer, Leute. Unter 100 bekommt ihr eine Tenshinhan, die Turniermedaillen. Jetzt muss ich mal gucken, eigentlich für mich speziell.
Ja, 40 für Erstplatz und 2 bis 3. Okay, schauen wir mal, was da geht. Schauen wir mal. Na Leute, im Prinzip wäre es alles für die Turnier-News. Beziehungsweise für das Turnier. Die News wollte ich euch rausgeben. Auf jeden Fall. Und dann würde ich noch sagen, machen wir mal ein, zwei Runden beim Turnier. Ja, das. Wenn wir jetzt, glaube ich, die ganze Runde machen, Finale dauert es ein bisschen lang. Einzelne Runden, warum? Dann können wir eventuell ein Singsam raushauen und wer weiß, was da abgeht. Ja. Im Turnier selbst wäre wirklich geil, wenn ihr im Prinzip so ein Team nutzt wie in Global auch, wo ihr beispielsweise, was heißt wie in Global, wie ich das in Global nutze, in den Videos, meinen World Tournament Videos, mit dem Villains Team, wenn ihr zwei AOE Damage Shield habt, dass ihr die mit Ki versorgt. Wenn ihr das nicht könnt, in JP, ich kann das zum Beispiel nicht, aber ich habe hier Gott sei Dank, ja, einen. Wirklich, Gott sei Dank habe ich wenigstens hier LMR Jin Vegeta. Obwohl das euch echt ein bisschen wehtut, ihn nicht in Global zu haben, weil ich ja JP wirklich. JP ist. Global ist Main, sagen wir es mal so. JP ist auch nice, macht wirklich Spaß ab und an, hat auch wirklich Spaß gemacht, das anzufangen damals. Aber Global ist Main. Global Main. Global Main, Und ja, hier müssen wir dann eben auch versuchen, bei Majin die AOE-Ulti zu triggern. Wobei das in der Stufe wirklich, ja, wobei es in der Stufe nicht sein muss, aber es geht einfach schneller. Deswegen mach es einfach mal. Und ja, da macht es auch Spaß, JP zu spielen wegen unserer Margin, ne? So, und ich merke gerade, Rosé ist unerweckt. Ja, GG, warum auch immer er unerweckt ist. Ich glaube, man hat einen Dupe oder so gehabt, bestimmt. Das heißt, man muss ihn nochmal reversen, hocherwecken, sagen wir es mal so. Aber ja, wenn Majin ja einmal auf seine AOE kommt, so habe ich mein Team im Prinzip gebaut. Mono AGL Team. Immer geguckt, dass er viel Ki bekommt durch die Charaktere, durch dessen Passive, durch Items und so weiter und so fort. Dass er die Ulti triggern können, die zweite. Wobei das in den Stufen nicht sein muss. Aber es geht wesentlich schneller. Und klar, der Raditz, wenn ihr den Raditz habt, könnt ihr ihn auch auf jeden Fall nehmen, in einem Willens Team zum Beispiel. Genau. Oh, okay, what? Der hat ihn besiegt. Da geht er gut ab, hat uns unsere Punkte geklaut. Und wie kommen wir auf Key? Am besten so, boom. Sag mal was. Ja. Auf ein bisschen mehr gehofft, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, ob wir das jetzt triggern können? Ich denke aber ja nicht. Nee. Naja. Ah, okay, es sind eh nur drei Gegner. Ja, okay, dann passt das. Dann passt das doch. Und ja, ihr merkt schon, ja, wenn ihr sie nicht in eine Runde raushauen könnt mit dem richtigen Team, dann kann das so echt lange dauern. Deswegen machen wir mal ein, zwei Runden. Gucken wir mal, ob wir auf den Singlesam kommen, wäre nice. Und dann beenden wir das Video. Ich weiß, ob ich im Turnier hart grinden werde. Primärer Fokus ist mal, würde ich sagen, auf jeden Fall die Supreme Kai Stones noch zu farmen, bevor Vegetto released am Freitag um 7:30 Uhr unserer Zeit in der globalen Version. Und ja, deswegen gucken wir mal, aber was hier abgeht. Ich denke, eventuell können wir schon danach vielleicht ein Singsam machen. Bekommen wir schon Stones? Gucken wir mal. Ist halt alles geil an Turnieren, dass man so viele Sachen bekommt. Ein Stone, zweiter Stone, zweiter Stone. Und ich glaube, von der Mission haben wir noch einen bekommen, hoffe ich. Oder erst, wenn wir ein Finale abschließen. Gucken wir mal. Ich glaube, erst, wenn wir ein Finale abschließen. Ja, den Sie bitte. Bitte laden Sie das Spiel. Jetzt. Ja, tatsächlich, okay. Dann würde ich sagen, lass mal kurz das Finale bestreiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, never mind. Ich hätte eigentlich nur einen Sieg machen müssen, dann hätte ich auch schon Stone bekommen. Hau mal hier zum Ende einfach mit Singsam raus, random. Ich hoffe, das Video hat euch dann bis jetzt gefallen, Leute. Was heißt bis jetzt? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sind am Ende. 1, 2, 3 Pots, okay, 3 Pots. Ja, GG, ein R. Hätte mich schon. Ich hätte auch nichts anderes erwartet. Anyways, Leute, dann wisst ihr alles, jo, was im Turnier so abgeht und so weiter und so fort. Wir schließen hier mit Chichi ab. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Wie gesagt, abonniert mich, falls ihr neu hier seid. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Dann verabschiede ich mich. Ja, wenn ich hatte gerade Chichi im nächsten Satz und dann verabschieden, Chichi. Das hätte sich fast fusioniert. Aber, wie gesagt, dann sage ich Tschüss mit Chichi und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.